So, herzlich willkommen zurück. Neue Runde Escape from Tarkov. Wir gucken. Ja, ich hätte schon, ehrlich gesagt, viel Lust drauf, im Cottage ein bisschen aufzuräumen. Und ich denke, in die Richtung wird das Ganze hier jetzt auch laufen. Es ist früh am Morgen. Sollten nicht allzu viele Spieler unterwegs sein. Genau aus dem Grund probieren wir es. Ja, im Endeffekt, was bleibt mir anderes übrig? Ich möchte halt die looten, vielleicht haben wir was Schönes dabei. Die können ja doch so einiges haben, alle zusammen. Oh, gehe ich näher, das schaffe ich nicht aus der Entfernung. Na klar, guckst du jetzt? Nee, noch nicht. Geil, wie ich auch mein Visier sehe. Das geht mir ein kleiner mehr auf den Sack. Ja. Du bist leiser. Sitz. Sitz, Hündchen. Ich möchte tatsächlich die verrückten Scavs umgehen. Rumdrucks. Dann gucken wir mal. Es wäre natürlich wirklich absolut gigantisch, wenn wir die jetzt alle kriegen. Skeptisch bin ich immer. Deswegen gucken wir mal. Noch mal schnell was gucken. Ne, das passt gut. So. Schön offen stehen geblieben. Ich mache mir hier keine Platte, wenn es noch so früh am Morgen ist, weil da ist. Keiner spielt um 8 Uhr Tarkov so richtig. Ich kann trotzdem ein bisschen gucken, aber ich werde es nicht übertreiben. Da. Wobei, das könnte auch Cottage sein, aber dann holen wir uns vielleicht einfach den Rest dort ab. Ja, also vom ranlaufen möchte ich gar nicht von der Seite ans Cottage, sondern ich möchte tatsächlich wie immer vorne in die kleine Bude rein. Selbst wenn die einen Granatenwerfer haben, geht es mir da drin recht gut und ich kann die, ich sag mal, relativ gut rauslocken. Das Ding auch ein. Ja, das ist nur eine Lampe. Und ich kann die relativ gut rauslocken und damit halt die Kills holen, ohne dass ich jetzt übertrieben mich offen stellen muss, weil da farmen sie dich halt ab. Gerade die Goons, wenn die offen stehen. Deswegen auch die 60er Magazine, wenn ich relativ viel Schuss drin habe. Weil ich wahrscheinlich, naja, wir werden schon mehr aus der Hüfte schießen müssen. Das heißt, ja, wir können auch AD essen, aber finde ich aus der Hüfte fast sinnvoller. Das waren bis jetzt die einzigen Schüsse. Wenn es so bleibt, bin ich nicht böse. Habe auch keinen Schalldämpfer drauf, weil
Warum sollte ich ihn drauf machen? Hier geht's ums Maximale. Also maximal Recoil weg, da sind wir bei 45, ist okay. Ich glaube, man kommt mit Schalldämpfern übelst guten Zeug, kommt man auf paar 30, aber bin ich jetzt nicht so. Jens steht ja immer schwer als das Bird Eye. Dadurch, dass er halt keine Sounds macht, der kommt halt auf immer um die Ecke und steht einfach vor dir. Kurz lauschen. Hier nochmal schnell reingucken, ob wir noch was Cooles finden. Nö. Ansonsten gehen wir jetzt dort hoch und gehen dann langsam Richtung Cottage. Doch nur 4, ne? Scheiß drauf, wir nehmen mit. Goons würde ich eher als kleineres Problem einschätzen. Ich finde eigentlich tatsächlich Sanitar und seine Gefolgsleute schlimmer. Also gerade Sanitars Guards können schon ganz schön reinbuddern, wenn die wollen. Ich hoffe auch, die kommen relativ gut einzeln und nicht wieder alle auf immer. Wenn alle auf immer kommen, ist es eh verloren. So viel kriege ich mit 60 Schuss nie erschossen. Geht, ne? So, jetzt wird's interessant. Ich hoffe, es steht keiner von denen draußen. Es kann nämlich auch passieren, wenn die vorher rausgelockt wurden. Deswegen will ich eigentlich, naja gut, wir rennen jetzt schnell ran. Gucken, Full Autos drin. Halten. Das hat gestimmt. Und drin. Erstmal ihn aufs Haus. Chirurge, сюда! Idiot! Впереди. Yes, Kabanchik. Läuft was? Na, wo bleiben sie? Da nun nachhol, куда он съебался? Ты чё на зеньки вылупил? Na?
Jetzt. Kunde, da siehst du mal, wie der schon wieder reingehört hat. Müll drin, oder? Ich wette, der kommt gleich wieder rein, wenn es schon... Ach, raus ist hier die Scheiße. Das Schlimme ist bei Bird Eye. Der wird einfach irgendwann wieder raussprinten. Achso, hier reinsprinten meine ich. Ah, das wollte ich. Da sitzt wer.
Dann komm doch her. Dann halt nicht. So nicht. Hier steht er, und dort hinten steht er noch. Hallo, kommt jemand? Will aber auch keiner kommen, ne? Das muss ich mir vorstellen, ne? Da hinten steht jemand, der mir einen kleinen Arm wegballert. Oh, das wird hier spannend, weil ich kann hier nie raus und die müssen kommen. Weil den dort hinten sehe ich nicht, der schießt durch einen Pappkarton. Und wenn ich dort in die Ecke gehe, schießt mich einer von hier von der Seite ab. Also wir können es gleich mal probieren. Ziemlich los. Genau das ist nämlich jetzt das Problem. Jetzt stehen wir hier schön drinne. Sonst kommen die hier mal übelst reingeschossen und jetzt haben sie keinen Bock mehr oder was? Mach mal das Heavy Bleed weg. So.
Jetzt, wo Bird Eye tot ist, habe ich wenigstens eine gute Chance, weil der Ancient ist, der komplett leise ist. Jetzt machen wir uns schnell heile, looten ihn in Ruhe, gucken dann, was wir weitermachen. Wir haben wieder Granaten wahrscheinlich. Wir laden mal schnell nach. So, das Ding jetzt leer machen. Also so zäh war es lange nicht, aber der eine steht dort hinten. Das heißt eventuell... können wir den versuchen zu naden. 42, wir müssen dann, also irgendwann müssen wir halt auch rausrennen. Dann gehe ich halt mit weniger Gear raus. Tunnel könnte unser. Ja. Schnell einen Arm noch dran machen. Also das ist hier schon wieder schwierige Sache. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, hier um die Ecke zu rennen, ohne zu verrecken. Außer ich flack vielleicht. In zwei Granaten. Jetzt mal gucken, wie schnell wir die voll kriegen. Das kann weg. Dass wir wenigstens da noch ein volles haben. Nicht drin, schade. Das von Armor. Fünfer.
Komm. Dann gehen wir. Noch nach dem gucken. Hier oben irgendwo. Oh, schade. Warum habe ich es probiert? Ich bin richtig dumm. Ich hätte einfach gehen sollen. Ja, vielleicht lernt man da draus. Oder halt auch nicht. Das war dann Neid. Ja, so eine Scheiße. Das war nur ein Scaff? Stark. Naja, wir haben es probiert. Vielleicht probieren wir es demnächst nochmal. Bedanke mich auf jeden Fall, das wird die Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal dahin und ciao, ciao.